Leute, heute starten wir mal den Vlog nicht aus dem Bus, sondern schon auf dem Weg zu einem See. Wie schon fast jeden Tag besuchen wir hier Seen in Südtirol. Heute steht der Lago di Sora Pi auf dem Programm. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, ich habe bestimmt Südtiroler hier unter meinen Zuschauern. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir müssen jetzt so 600 Höhenmeter zurücklegen zum See laut Tafel. Ja, bin auch schon gespannt, wie weit wir da zum Gehen haben. Und ja, der See soll ein türkises Wasser haben, aber das Besondere daran ist auch, dass das Wasser trüb sein soll, je nach Gletscherabfluss. Ihr seht es gleich, wir müssen hier noch etwas wandern, deswegen bleibt auf alle Fälle dran. Und Steini, ich glaube nicht, dass diese Pilze hier zum Essen sind. Das habe ich noch nie gesehen, so nicht. Org. Davon sollten wir lieber die Finger lassen. Ja, Leute, wie gesagt, wir sehen uns gleich beim See wieder. Das war gerade eine der schwierigsten und anstrengendsten Wanderungen, die wir bis jetzt unternommen haben. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Und falls ihr euch denkt, wo wir hier uns befinden, ja, wir sitzen hier gerade mitten in den Büschen und warten, bis die Sonne rauskommt, damit ich hier ein richtig cooles Foto machen kann. Ja, man sieht jetzt zwar nicht viel vom See, aber da unten ist er und dahinter sind noch Berge. Richtig cool. Der Steini steht da hinten. Hi. Er schaut sich gerade seine Videos an, denn ich glaube, er startet mit Instagram TV durch. Und ja, natürlich findet ihr immer seinen Link in der Beschreibung. Auschecken nicht vergessen. Da, Instagram. Und ja, die Sonne lässt hier auf sich warten. Ich hoffe, die kommt bald. Denn es ist auch nicht besonders warm. Wir sind hier doch wieder auf 1900 Meter. Und es ist eben doch schon Ende September, deswegen nicht so warm. Wir haben natürlich Pulli und Jacke immer dabei, aber wenn man geht, wird einem extremst heiß. Aber man will nicht meckern, wenn man dann sowas sieht natürlich. Aber na gut, Sonne, komm heraus. Und ja. Und ich wurde heute schon mal sehr unsamt gebeten, dich zu entfernen. Ja, natürlich wollen da sehr, sehr viele ein Foto machen. Ich bin da auf so einen Stein geklettert und auf einmal schreibt mich jemand an, hey du, so schön bist du auch nicht, geh bitte runter. Ja, dann bin ich eben runter. Wir hatten zum Glück dann schon ein Foto. Aber ja gut, wir warten wie gesagt auf die Sonne. Ihr bekommt euren Shot vom Berg und weiter geht's. Und hat man nicht gesteckt. Blumen. Ja. Geil. Wir haben es geschafft, wir sind wieder herunten vom Berg. War eigentlich ein sehr, sehr schneller Abstieg, hätten gedacht, wir brauchen da länger. Aber wie ihr seht, wir sind schon wieder im Bus in Richtung Österreich unterwegs. Ja, wir müssen jetzt über den Brenner, dort oben ist dann auch die Grenze. Und wir hoffen, dass wir dieses Mal nicht einen ungewollten Zwischenstopp da einlegen müssen. Aber schauen wir mal. Wir halten euch natürlich am Laufenden. Aber momentan genießen wir noch die Berge hier in Südtirol, aber in Österreich, in Tirol wird es auch nicht anders. Ja, richtig schön hier zu fahren, macht Spaß, oder? Auf jeden Fall. Es geht halt nicht so schlimm mit dem Bus, aber es geht langsam dahin. Aber ja, nach Vorarlberg, nach Bregenz sind es noch circa 2,5 Stunden. Also wir haben dann auch schon eine kleine Fahrt vor uns.